Jetzt, aber nee, alles okay. Dann warten wir so lange, bis die 5 Minuten um sind und dann fahren wir los. Wir, Sie wissen ja, bei Puls und Pol gibt es immer ein Begrüßungsgetränk, gratis. Ein Kaffee oder ein Cappuccino oder ein Tee, was Sie möchten. Bis zur Burg Falkenstein ist nicht so weit, dass wir so richtig die Zeit dazu haben, noch dazu, dass dort kann. Wollt ihr noch was außer meine Flötentöne hören? Ja, wir haben Hast du was mitgebracht? Ja. Jetzt schon. Ja, oh, die für alle reicht? Oh, Andrea, Mensch. Also, du willst also was fressen und saufen? Wollen die anderen auch irgendwas? Weißt du, was immer da steht, Depot, kannst du gucken. Ja. Leute, wie soll das funktionieren? Ihr wisst, wir haben Ende des Winters, die Vorräte gehen zur Neige. Wir haben noch Vorräte? Ich glaube nicht. Also unsere Vorräte könnt ihr nicht kriegen, oder wollt ihr sie etwa haben? Nein. Was, ja? Ja, steh wie die Sau. Ja. Also ihr wollt wirklich unsere Vorräte fressen und saufen? Ja! Ja! Da haben wir schon ein ganz kleines Problem. Wir sind ja hier bloß die Spielleute, das heißt, wir dürfen euch auch gar nicht reinlassen. Nein. Nee, der Einzige, der das dürfte, das wäre unser Burgknecht. Dummerweise, ihr seht es, hat er den ganzen Tag schon den Frühjahrsputz durchgeführt. Das heißt, er ist hundemüde und liegt bereits auf dem Strohsack herum. Aber nicht alleine. Nee, denn er ist nie alleine. Ja, das weiß ich. Ihr Lieben, wenn wir den Burgknecht nicht wach kriegen, kommt ihr hier nicht rein. Das ist ein Prinzess. Das ist Kräuter und das die ist gibt's halt gar nicht. Doch, da hinten. Ja, seht ihr, ich kenne nämlich alle, die hier sind. Ja. Schulzes, wo seid ihr? Haschkes, wo seid ihr? Ja. Denkt ihr, ich kenne euch nicht, was? Ja, also, lieber Carola, ja, das hast du sehr gut gemacht eben, denn ich habe dich beobachtet und du hast, als die Musikanten aufgehört haben zu spielen und er zu blasen, da hast du ihm ein Handgeklapper gegeben, Carola. Und wir möchten jetzt von dir wissen... Ja, ich hab noch einen aufgepasst. Thank you.
Kommen Sie klar? Umgelegt bekommen. Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Du weißt das, du warst ja weiter. Ich weiß das, ich war ja selber dabei. Ach so. Ach was. Denn wir hatten vor 8 Tagen ein sehr großes Rittergelage hier. Da befanden sich ungefähr das Dreifache an Menschen hier im Innenhof wie am heutigen Tag. Aber im Unterschied zum heutigen Tag waren vor 8 Tagen sehr viele fette Rothaare hier bei uns dabei. Und als wir die dann alle im Bergfried eingesperrt hatten, ihr seht, da drohte der Rom an der rechten Seite zu platzen. Genau. Und deshalb mussten wir ihm die Stahlwürfel umlegen. Noch nicht? Ja. Sieht zwar aus wie Weihnachten, ist aber kein Grund, dem Volk die Hucke voll zu sehen. Wieso, Musikant? Weil das nicht stimmt, dass ein Volker fehlt. Na, aber der Reiseleiter hat vorhin zu mir gesagt, ich soll der Gruppe aus Magdeburg mal richtig die Hucke verlügen, ja? Hat der Reisereiter so in der Art nicht gesagt. Das hat der Lenz gesagt. Der Reisereiter. Er selber seiner Gruppe, wo die Hucke verloren hat. Ach, nicht so. Na gut, dann müssen wir dich verkehrt verstanden haben. Erzähl's doch, wie es tatsächlich war mit den Stahlgürteln. Ja, hast du nicht weiter kompliziert zu erklären? Ihr sollt erfahren, bei uns auf Burg Falkenstein werden wir wahrhaftig mal 2 Grafen gestellt erhalten. Und die ersten, die hier sein werden, das sind unsere Herren, nämlich die Falkensteiner. Die kommen aus dem Osten. Ja. Und weil die aus dem Osten kommen, sind die natürlich bescheiden. Die sind auch sehr zurückhaltend. Aber man könnte sogar sagen, das sind richtig sympathische Menschen. Ja. Und denen reicht es dann auch völlig aus, dass der Wert so hoch ist, wie man jetzt hier das hohe Mauerwerk vorsehen. Und dann, ihr lieben Dank, kommen durch einen sauberen Zufall und durch Beziehung die Asseburger Grafen auf diese Burg. Ja, und die kommen aus dem Westen. Ja. Und weil wir aus dem Westen kommen, dünken nicht jedenfalls unsere einheimischen Grafen. Sind es aber auch. Sie wollten dem dann Ausdruck verleihen, dass ein Westen den Bergfried erhöhen, weil sie nicht, wie du mein Lieber gelernt haben, länger soll was Bedeutendes sein. Stimmt nicht, das Hin und Her macht die jeder. Und so, die Asseburger sind wahrhaftig sehr reich. Aber eines können diese Herren eben dummerweise nicht, nämlich rechnen und bauen lassen. Das heißt eben, nach der Erhöhung des Turmes ist die Statik völlig versaut, und Rom wurde wieder eingestürzt. Und deswegen mussten wir bereits im Jahre 1826 die ersten eisernen Gürtel umgebastelt werden, damit der Turm nicht auseinanderfällt. Die Weiber kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung. Das ist, glaube ich, Korsage oder so. Hast du denn gesehen, wie sich das Weib hier im Olivenöl Anorak bei Hauptkorsage sofort gestrafft hat? Ja, das ist ja bei der Schwester aufgefallen. Die deutsche Hebung ist bei der Schwester. Das ist mein guter Müller, ja. Ja, ihr sollt natürlich auch noch erfahren, wann die Asseburger Grafen auf diese Burg kommen werden und was der Grund dafür sein wird. Unsere Astrologen haben uns schon jetzt verraten, es wäre wohl im Jahre 1437, da halten nämlich die Asseburger vom Bischof aus Halberstadt die Burg Falkenstein für nur sehr wenig Silberringe so gut wie geschenkt. Beziehung halt. Und deshalb sprechen wir auch vom Jahr 1437, von dem Jahr der ersten Wende in Deutschland. Genau, mit Treuhand. Ja, und nun werden sich die Intelligenten unter euch, also die Männer, sicher die Frage stellen, was ist wohl der Grund dafür, dass die Asseburger auf diese Burg kommen werden. Das ist jedoch, liebe Gäste, eine sehr traurige
traurige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich solche erzählen soll, aber du schaust gerade so traurig rein. Möchtest du das trotzdem wissen? Ja. Nein, ich halte Horrorgeschichten zu mögen. Kein Wunder, wenn man mit Holzer und Pool fährt. Das ist eine Trauergeschichte alleine. Ja, da freut er sich. Ja, es ist nämlich so, liebe Gäste, das Geschlecht der Falkensteiner Grafen, also unsere Herren und Gebieter und diejenigen, die diese Burg hier von 1120 bis 1170 errichten lassen und nach denen sie auch benannt ist, dieses Grafengeschlecht wird wohl leider aussterben. Könnt ihr euch euer Bedauern äußern? Oh. Wir danken euch von Herzen für die tief und ehrlich empfundene Anteilnahme. Das ist ja aber noch schlimmer. Stellt euch bitte vor, die Dienstherren geben den Löffel ab. Was bist du denn da als Knecht? Und als Spielleute. Hartz IV ist noch nicht erfolgt. Und nicht mal Hartz I? Du bist hier schon mitten im Harz. Das ist saublöd. Ja, das ist natürlich der Hochintelligente unter euch. Ja. Er wird sich jetzt die Frage stellen, was ist wohl der Grund dafür, dass die Falkensteiner aussterben? Die Geschichte ist noch viel trauriger. Du schaust auch so traurig rein. Möchtest du sie trotzdem wissen? Ja. Ja. Das ist auch mit vollkommen cool. Ja. Das ist kein Wunder. Ja, es ist nämlich so, liebe Gäste, unser edler Herr, der Graf Heuer von Falkenstein, der kann nämlich nicht mehr so richtig. Ja. Das ist nicht allein sprechen, das wisst ihr jeder auf der Burg. Was? Konnte sein Leben noch nicht spielen. Genau, ein Quatsch. Ich meine das mit den Mägden, die da hinten, die wussten sofort, was ich meine. Du scheinst verdorben zu sein. Nicht, das erste Mal, wenn man lieber was ist, kann verdorben, wenn man mit den Mägden spinnen geht. Ich meine auch mit Spinnen gehen, ich meine das mit den Burgdamen. Du weißt auch, was ich meine, ja. Das ist genauso verdorben wie du. Schatz, das hättest du gleich gesagt. Ja, und aus diesem Grunde, nun wisst ihr auch, warum er euch nicht am Burgtor empfangen konnte, übernimmt bei uns auf der Burg der Herold das alles mit den Weibern. Ja. Also streng genommen könnte man sogar fast sagen, der Herold wäre bei uns auf der Freilichtlein vertrauen wird. Ja, was zum Abschluss, was unseren Besuch hier des Innenhofes betrifft, wollen wir euch noch auf etwas aufmerksam machen. Vielleicht habt ihr es ja schon an diesem Schirm gemerkt. Der Innenhof der Burg Falkenstein besitzt nämlich eine hervorragende Akustik. Wir sind aber sogar unsere Gemeinheiten richtig. Ja. Und weil ja auch alle im Gegensatz zu dem, was uns der Kutscher und der Reiseleiter gesagt haben, ganz nette Leute seid ihr, und hier kommen sind also ein paar Jahre. Ja. Deshalb hat sich der Musikant dieser hier eben und völlig spontan dazu entschlossen, euch jetzt ein einstündiges A Cappella zu singen. Wurde aber noch nicht abgesprochen. Ja, ich weiß, wir haben 2 Stunden abgesprochen, das ist jetzt die kurze Variante. Oh. Und da liegt das Liedlein, was ich jetzt für euch hätte gefasst, ein bisschen zum Wetter, was wir gerade noch so haben. Beziehungsweise streng genommen handelt es von dem, was man dagegen machen kann. Und du wisst, da gibt es normalerweise 3 Möglichkeiten. Die Rothalen hätten noch eine mehr. Verbrennen. Also warmen Abfluss, so würde ich sagen. Also für normale Menschen würde gelten, man könnte sich von ihnen lernen, beim Hilf und Verbrannt. Das wollt ihr ja nachher tun. Einer hat ja Geburtstag, ist das richtig? Ja. Bist du das, ja? Ja. Ja, ich hab's gesehen. Die dran. Die zweite Möglichkeit, mein Lieber, da brauche ich jetzt mal, komm mal bitte zu dir, deine Assistenz. Oh ja, der sieht gut aus. Na, vorsichtig und Platz. Oh, sehr gut. Ja. Komm zurück, stell dich zwischen uns. Komm, wenn ich dich mit voll. Wie heißt du? Thorsten, na gut, das kann jedenfalls hier auch. Ich bin ja mal froh, ob ich den Kennecher wissen kann. Also Thorsten, mein Lieber, wenn ihr kalt seid, weil ich kann ja sein,
Dann, mein lieber Thorsten, kannst du nämlich solche Bescheiden wie ihm. Ja, kannst du mal über Thorsten dann vielleicht das Hemd ausziehen und dir selber übertreiben? Hey, Thorsten, das Hemd ist richtig klasse, nur der Inhalt ist noch eklig. Außerdem denke ich mal, passen muss es auch, ihr habt eigentlich nichts gelassen. Oh nee, muss ich rein, guck doch mal hin, ich bin noch nicht so fett wie Thorsten. Das ist ein bisschen länger, das Fleisch nicht wieder aus. Aber er hat es gut gemacht, geht wie mein Heinz Klapper. Und die dritte Variante, das ist die, die mir aber so die liebste ist. Was ist das sein? Das ist die Bio. Ach, die kenne ich! In der Hose kacken! Ja, wie du gestern! Ja, was denn mal? Deswegen läuft es auch so. Ja, bin ich nicht. In meinem Fall ist es anders. In meinem Fall natürlich. Naja, so groß ist die Frage. Das ist die Frage. Genau, ein schöner Boden. Die dritte Variante kommt allerdings wieder nicht vor. Da gibt es einen einfachen Grund. Ihr habt bestimmt nämlich schon gemerkt, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner und auch sehr zurückhaltender Mensch. Deswegen kann ich auch da keine Steine schmieden. Wenn ihr mit der Illusion hergekommen sein sollt, dass heute hier auf dieser Burg Schweinchen gegen was können wir da nicht. Er ist gerade dabei, das Blaue vom Himmel runterzulegen. Ja, ja, glaubt man noch. Ich habe heute Schicht und wir machen das nicht aus. Unsere lieben Frauen vom kalten Brunnen bescher uns armen Lands nicht ein warmer Sohnen. Das findet der Frieden, tragen wir in wildes Haus wohl einen vollen Säckel. Und dein leeren Wiederhaus, und dein leeren Wiederhaus. Unsere lieben Frauen vom kalten Brunnen, bescher uns armen Landsknecht ein warmer Sohnen. Das findet der Frieden, sehen wir dem Bauersmann, das Wullenhemd vom Leibe. Und im Fenster wieder an, und im Fenster wieder an. Unsere lieben Frauen vom kalten Brunnen, bescher uns armen Landsknecht ein warmer Sohnen. Vom Inneren unserer Burg kennenzulernen. Das lohnt sich. Wir haben die Säle, Kanonaden, ja, und auch Kammern. Allerdings müssen wir ein paar Stufen erklimmen. Wer das nicht kann, die sollten dann eventuell gleich in die Kaverne gehen. Das ist hier am Bauzaun lang. Ja, alle anderen folgen uns jetzt in die Burg. Wir haben noch etwas zu und was ist so, in den Räumen des Museums dürft ihr dummerweise elektrische Schnellmaler-Gabeln nicht benutzen. Also könnt ihr das nicht machen. Ich muss mal sagen, es war viel Schönes jetzt dabei. Warum hast du vorhin gesagt, die sind alle bescheuert hier? Das war nicht der Reiseleiter. Der Hospitalbesuch. Jetzt kommen wir wieder was zu ganz, 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 ganz Furchtbarem. Wozu? Na, wozu? Wir kommen jetzt, du weißt es doch, zu dem gargastlichsten Instrument, welches das Mittelalter je vorgebracht hat. Außer, keine Stimme? Außer dir. Die Sackpfeife. Nein, wir kommen um. Von sogenannten hundsgemeinen deutschen Sackpfeife. Ostdeutsche Sackpfeife, so viel Zeit muss sein. Gut. Also dann, die hundsgemeine ostdeutsche Sackpfeife. Und das Schöne bei dem Ding ist, je länger man sie spielt, desto ähnlicher wird man ihr. Dies äußert sich im Folgenden: langer Hals, schlaffer Sack und hängende Pfeife. Kommt dem einen oder anderen bekannt vor, oder? Ja, das ist
Aber nichtsdestotrotz kann man mit dem Ding auch Musik machen. Also Mann schon, wir nicht. Ja? Wir versuchen es aber trotzdem. Und wir beginnen mit einem kleinen Stücklein. Also ihr müsst doch keine Angst haben, dass wir euch den ganzen Abend hier volltröten. Gerade für die hier vorne wird es gar scheußlich. Ich hoffe, du hast genug Haarfest hier aufgelegt. Nicht, dass ich am Föhnen bin hier. So. Also beginnen wollen wir mit einem kleinen Liedchen, welches wohl stammt von einer Insel. Ja, diese Insel ist die rechte von uns gesehen. Ja, und da aus dem Norden, und zwar ein kleines Stücklein, das nennt sich Irischer Jubel. Ja, und bei diesem Liedlein ist es so, dass sich die Iren und die Schotten schon jahrelang darum streiten, wer es hätte es denn wohl erfunden und wer hätte es wohl gemacht. Die Schweizer. Die Schweizer, ja. Aber es ist derselbe Streit wie um den Whisky. Wer hat ihn erfunden? Die Schotten oder die Iren? Uns scheißegal, wir spielen das eine und saufen das andere. So, und deswegen. Wenn du das andere spielst, dann ist es geht. Das habe ich ja noch gar nicht probiert. Und dann muss ich dann nachher vielleicht mal zu Hause probieren, wie der Dudelsack schmeckt. Na da. So, jetzt wird's laut. Das toll. Das ist jetzt nur das Intro. Das hört sich ein wie ein Asthma-Krank an. Begleitung der eigenen Großeltern da sind. Da haben wir sich mit.
Ansonsten habe ich gemerkt, ihr seid ein bisschen faul um die Vorderfüße herum. Deswegen, ihr Lieben, würde ich euch bitten, dass ein jeder von euch, egal ob Mann, ob Weib, dass ein jeder von euch zunächst einmal die linke Hand in die Höhe legt. Ja, den linken Punkt hoch. Sehr schön. Ja, ich dachte, wir fangen mit links an, es gibt sonst ein komisches Bild. Ne? Dann nehmen wir noch alle Zeit gleich dazu die rechte Hand in die Höhe. Das wäre jetzt Gelegenheit für unsere Mägde, die Geldbörsen einzusammeln. Die Hände bleiben rum. Lieben, dann dreht ihr die Hand in den Flächen parallel zueinander und schlagt die Hände auf den Rücken zusammen. Jung und schön und wollte mit ihr nach Hause gehen. Also sie guckt total entspannt, das finde ich gut. Sie sprach, ach du mein Kuschelbär, was du willst, ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Bitte alle Biertrinker akustisch melden. Wo sind die Biertrinker? Ja. Yeah. Yeah. Wo sind die Weintrinker? Hier. Yeah. Ja. Yeah. Okay, komm, dann hast du gemerkt, der Wein macht offensichtlich ganz komisch. Oh, stimmt. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt für die Bier- und für die Weintrinker eine ganz schlimme Show. Nein. Der wird hin laut, das Fass ist leer. Sieht aus, kommt morgen wieder her. Die Scheiße. Ach, du wirst das Bild ist dir ein, komm her zu uns und schenke rein. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Was wollen wir trinken?
ein Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alles sein. Wir trinken zusammen und rollen das Wasser rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alles sein. Wir trinken zusammen und rollen das Wasser rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir lieber Mann kann zahlen, Maul läuft auf
Kummelbein. Und fast wenn man keinen Zahn im Magen läuft aufs Kummelbein. Schlag ihn ins den Nudelholz, schlag ihn ins den Nudelholz, schlag ihn ins den Nudelholz, lass ihn die Stärke einscheinen. Thank you.
genauso steif wie ein Brett und trocken wie der Zunder. Müsst ihr nicht lachen, guckt's an, dass ihr da ist. Hey, ist deine Frau so steif wie ein Brett und trocken wie der Zunder? Füg dich in den Weltenlauf. Füg dich in den Weltenlauf. In den Weltenlauf. Und hol dir einen runter. Version. Es geht immer mit mir durch. Oh, toll. Okay. Und glaub